Was? Was? Ey, hast du mich gerade nicht gesehen, Bruder? Was? Ja, ich war da einfach, die ganze Zeit drauf und hab dich ausgelacht. Wie hast du's gemacht? Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Weil er meine Worte in Lines, Creative Code für den Ripe, iCrimex OG. Ihr wisst Bescheid. Hey Leute, Crimex hier und herzlich willkommen zu meinem ersten Video zur Season X oder Season 10 in Fortnite. Leute, ich bin einfach ultimativ geil. Ich habe mir gerade schon den kompletten Battle Pass durchgekauft, natürlich mit dem Creator-Code iCrimexOG, ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, heute gibt es als allererstes Mal ein Hide-and-Seek-Video in dem neuen Meteorit, Leute. Schreibt mir auch gerne jetzt schon mal in die Kommentare, wie ihr die neue Season 10 findet. Und heute mit dabei, Schmocki! Guten Abend, meine Damen und Herren! Oh yeah! Dann ist da noch MBK. Bruder, ich habe endlich einen neuen Helm gefunden. Yeah. Und Lost Lucas. Okay, ich würde sagen, let's go in die Runde. Leute, ich bin einfach gerade eben auch erst aus L.A. zurückgekommen. Das ist jetzt die erste Runde, die ich generell spiele. Also ich habe gerade eben erst das Update runtergeladen. Ich bin einfach ultimativ geil. Ich habe schon gesehen, es gibt so einen Roboter. Es gibt ja einen neuen Meteoriten. Dusty ist wieder zurück. Battle Pass habe ich, wie gesagt, auch einfach gerade schnell durchgekauft. Habe ich noch gar nicht wirklich alles gesehen. Deswegen, ich bin einfach, oh mein Gott, okay, der Creative-Modus sieht auf jeden Fall auch neu aus. Okay, let's go to, yeah. Komm, lass mal Dusty gehen, Leute. Okay, Leute, hier sind wir einfach direkt in diesem neuen fetten Meteoriten. Drin, ey, das ist einfach zu krank. Und hier richtig schön das alte Dusty. Diese Fabrik ist auch wieder gekommen. Und natürlich hier das Dusty. Also irgendwie ist die Map wieder so teilweise Season 1 geworden. Finde ich aber krass, Leute. Und wir haben hier so einen Verbindungssteg gebaut. Das heißt, die Hide and Seek Map erstreckt sich jetzt über das Fabrikgelände und hier oben im Meteorit. Ich würde mal sagen, Leute, 3, 2, 1, los geht's. Ich werde mal irgendwo anders hingehen, hier ein bisschen außerhalb. Und dann habt ihr eine Minute Zeit, um euch zu verstecken. So, Leute, und es sind alle versteckt. Dann würde ich sagen, es geht direkt los. Übrigens habe ich hier auch meinen neuen Merch an, Leute, der bald rauskommt. Auf jeden Fall hier auch alles schön gestickt. Wollte ich euch nur mal zeigen, by the way. Kommt zur Gamescom raus, weil auch schon viele gefragt haben. Aber ich würde sagen, jetzt geht's erstmal hier ab auf die Suche. Oh mein Gott, das ist so Feeling gerade. Muss ich wirklich sagen, das ist übertrieben Feeling. Also ich bin ja... Tatsächlich spiele ich schon seit Season 1 und es ist einfach übelst geil, das hier mal wieder jetzt zu sehen, einfach gefühlt 2 Jahre danach. Also ich sag, du findest mich easy. Easy, sagst du? Ja. Also ich würde mal, oh mein Gott, okay, goldene Pump, warte mal, die nehme ich mit, damit ich euch natürlich besser wegsnacken kann. Hier auch schön die Bush-Spots abklappern. Wie? Bin ich an dir vorbeigelaufen? Du hast genau auf mich geguckt. Was? Ja. Bist du hier im Busch oder was? Nein. Ey, jetzt fangen diese psychischen Fische. Warte, ich check nochmal hier das Haus, ja? Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. unter der Treppe, nein, auch kein Paul Berger. Hier in diesem Müllhaufen. Ey, man. Hä? Man kann jetzt irgendwie hier diese Pappkisten durchsuchen. Was ist das denn? Irgendwie auch neu. Okay, hier ist auch niemand. Kann man hier so Jump'n'Run-mäßig aufs Dach? Nein, okay. Gut, also ich würde mal behaupten, das Haus hier ist clean. Also habe ich jetzt zumindest mal keinen gesehen. Gehen wir mal weiter. Wir diese Container abchecken. Ich vertraue euch nicht, ja. Ich glaube, der ein oder andere könnte auch echt in so einem Busch drin sitzen. Oder wisst ihr was, Leute? Ich werde mal jetzt erstmal oben auf den Meteorit gehen. Weil ich glaube, der Meteorit da ist einfacher, Leute zu finden. Dann fangen wir erstmal da an. Bevor ich hier wirklich die ganzen Häuser nur... Vor allem, ich will mir diesen Meteorit jetzt auch einfach mal anschauen, Leute. Bin ich ganz ehrlich zu euch, bin ich gerade übelst gehypt darauf, den mal zu sehen. Was hat sich eigentlich an der Map noch so verändert? Ist noch ja, anscheinend wird jeden Tag irgendwas Neues, also was Altes wieder reingesetzt. Zum krass. Beispiel das alte Tilted. Oh, ey, dieser Feuerball, dieser Meteorit sieht einfach zu mächtig aus. Der sieht episch aus. Das sieht wirklich... Also, ich check halt zwar nicht, warum das ganz so freeze ist, aber okay. Ich glaube, das soll halt irgendwie die Story erzählen, was damals passiert ist. Oder zumindest irgendwie die Zeit wurde jetzt zurückgespult und ist halt gerade an dem Punkt, wo gerade der Meteorit hier das sie zerscheppert hat. Aber okay. Oh mein Gott, dieser Meteorit hat hier irgendwie auch Superkräfte. Man kann irgendwie so hoch springen. So, schauen wir mal, ob jemand... Sieht einfach wie, ich fühle mich gerade wie so eine Maus in so einem riesigen Käse mit diesen Löchern hier. Oh, okay, hier ist eine Munitionsbox. Eine Kiste. Oh mein Gott, wie heftig das einfach aussieht. Wie episch sieht das hier aus? Also ich glaube bist du nicht, schon dass... Bist du schon im... Ich bin hier am Meteorit gerade, ja? Also irgendwie... Du findest keinen? Oh mein Gott, ey! Nein! Als ob du mich Schmocki, weg mit dir! Was? Ey, aber wie? Hast du mich durchgesehen? Nein! Nicht, ne? Oh, nein, geil, ich wusste geil. Gar nicht, dass man hier rein... Ey, das ist aber eigentlich krass, das ist voll ja, das krasse Versteck, Leute. Einfach hier in diesen Feuerstrahlen drin. Von außen sieht man das nicht, ja? Also, ist nicht schlecht.
Warte mal, ich dass guck mal. Dass du da reinschaust. Ja, ja, Bruder, muss man ja, muss man ja. Oh mein Gott, wie krank das hier einfach aussieht. Vielleicht kann man... Warte mal, ich steck mal hier diesen kleinen Meteorit ab. Vielleicht versteckt sich hier auch noch jemand. Aber nein, ey, aber man kann ja wirklich auch auf diese ganzen kleinen Meteoriten drauf. Das auch, finde ich, ziemlich krass, Leute. Ey, Leute, es gibt Getränkeautomaten. Wie? Es gibt ja hier so einen Getränkeautomat, den kann ich durchsuchen, aber es kommt irgendwie nichts raus. Hier drin. Die also, ich habe jetzt noch kein Battle Royale gespielt. Leute, wie gesagt, ich bin gerade eben auf Time gekommen. Aber den Getränk, die, also ich weiß nicht, ob die auch in den Battle Royale Runden... Oh, lol, was habe ich hier für eine Treppe? Ich weiß nicht, ob die da auch in den Battle Royale Runden drin sind. Wäre ja mal übelst krass. Warte mal. So, es geht auf jeden Fall weiter, Leute. Ich durchsuche mal... Ey! Oh, er kommt, Bruder! So, da haben wir den nächsten. Man kann ja jede Kiste durchsuchen. Ich check das nicht irgendwie. Ich weiß nicht, ob das hier ein Bug ist im Kreativmodus. Okay, das heißt, die zwei Leute haben wir gefunden. Jetzt fehlt hier noch Bim Lukas, der kleine Paul Berger. Es wird schwierig, Digga. Das wird sehr, sehr schwierig. So, eigentlich. Ja, das Ding ist, er meint ja auch irgendwie schon, ich habe ihn angeschaut. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Aber egal, wir schauen einfach mal weiter. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie immer noch total falsch. Warte, hier oben gehen wir noch hin. Da hast du recht, Bruder. Ja, nee, hier war ich auch schon. Okay. Oh, okay, er muss einfach irgendwie ein krankes Versteck haben. So ein 3000 IQ Versteck haben, wo ich halt schon war, da vorne in dieser Ecke, wo ich angefangen habe. Hm. Er meint ja auch, ich habe ihn angeschaut, aber ich hab's nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich irgendwie komplett blind geworden bin. Ey, ich finde ihn einfach nicht. Oh, sein Versteck ist ja auch fies. Hä? Es ist simpel, aber fies. Okay, warte, tanz mal, Bruder. Der tanzt. Warte, seid mal leise, mach mal keine Steps. Leise, tanz doch mal. Wir haben tanzen. Hä? Okay, warte, es ist hier irgendwo in der Nähe, ich höre das. Ich hab was gehört. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr ihn gesehen habt, weil, hä? Bin ich gerade komplett lost? Gib mir mal einen, ist er hier in diesem Haus? Guck mal hier noch die Straße, nein, er ist in gar keinem Haus. Er ach so. Was? Was? Einfach hier hinten? Ey. Nicht im Ernst, Leute. Aber okay, dann würde ich sagen, ab geht's in die zweite Runde. Diesmal werde ich mich verstecken. Let's go. Okay, meine Freunde, es geht los. Wir haben jetzt 1 bis 2 Minuten Zeit, um uns zu verstecken. Ich bin hier gerade noch auf der Suche nach dem perfekten Oldschool-Versteck. Okay, Bruder, ich bin versteckt. Ja? Ja, also, ich will mich jetzt nicht zu früh freuen, aber ich glaube, das ist ein gutes Versteck, was ich habe. Das ist ein gutes. Ich glaube, man sieht mich hier nicht, ja. Jetzt darf ich los? Ja, ja, komm. Okay, Freunde, ich hoffe, ihr seid alle versteckt. Ich fange jetzt direkt Schmockili. An. Komet, Digga, direkt. Ich komme direkt hoch, Digga. Ich weiß, dass du da oben bist. Ich spüre dich da oben. Ich komme. Versuch dein Glück. Okay. Okay, dann fange ich unten an. Schmockili. So, ich bin mal gespannt. So, hier ist nichts. Zack, weg damit. Auch eklig verwinkelt, oh. Ja. Das wette, mit Lukas ist wieder in der Ecke. Ach, jetzt läuft er da um die Container rum. Jetzt geht er ins Haus rein. Digga, wie kannst du mich denn über die ganze Map sehen? Hä? Ja, wo bin ich? Ich glaube noch in diesem Haus, in das ich gerade reinlaufen sehe. Oder du bist jetzt aber schon hier auf dem Gelände irgendwo, oder? Ja, klar. Ich bin nur in dem Bereich, in dem man sein darf. Okay, du musst ja irgendwie... Aber ich glaube, ich hab ein übelst starkes Versteck, so mit so einem geilen Winkel, das man eigentlich nicht sieht, so. Wer bist du? Ja, du bist tot. Oh, Lost Lukas hat's erwischt. Er war wieder im Container. Also Leute, das Versteck müsst ihr euch, glaube ich, echt merken. Ich glaube, das ist jetzt... Ich will nämlich nicht zu früh freuen, aber es ist halt so dieser... Ach, scheiße, ich kann gerade nicht drüber reden, weil dann checkt er es. Ihr wisst, was ich meine. Dann komme ich zu dir nach oben, ja? Weil weißt du, okay, dass ich oben bin? Ey, du musst oben sein. Wie willst du mich denn sonst gesehen haben? Hä, ich hab dich bei einem Haus gesehen. Du kannst hochlaufen, du wirst mich eh nicht finden. Ich wette 2000 V-Bucks, dass du mich nicht in den nächsten 5 Minuten findest. 2000 V-Bucks, dass du mich nicht in den nächsten 5 Minuten findest. Okay, oh mein Gott. MVK, okay. Also du hast Zeit bis, sagen wir, bis 37. Bis 27, meine ich. Bis 27 habe ich Zeit. Ja, ja. Digga, das kann doch nicht sein. Das okay. War's komplett. Okay, ich hab unten alle. Vielleicht bin ich oben, vielleicht bin ich oben. Vielleicht bin ich in der Mitte. Ich bin auf dem Weg. Ja, okay, komm. Wo bist du, Digga? Als ob du nicht auf dem Kometen bist. Warte mal, das muss ich jetzt sehen. Siehst du mich gerade? Ja. Jetzt auch. Jetzt gerade nicht. Digga, ich darf dir eigentlich gar keine Tipps mehr geben, solange wir hier um V-Bucks wetten.
Wo zum Teufel kannst du denn noch sein? Warte mal. Ah! Ein kluger Move von dir. Ich weiß ganz genau, was du gemacht hast. Wo bin ich? Irgendwie auf dem Dach. Okay, bist du nicht? Hey, hast du mich gerade nicht gesehen, Bruder? Warte mal, bist du das da oben? Das ist Mirka, ne? Das bin ich. Hast du mich gerade nicht gesehen? Digga, ich hab dich gerade nicht gesehen, ne? Bruder, ich schwör's dir, ich hab so ein 3000 IQ versteckt. So, komm mal, ich bin korrekt. Ich geb dir jetzt sogar noch einen Tipp, ne? Ich will keinen Tipp. Okay. Wie viel Zeit habe ich noch? 3 Minuten. Ich will noch keinen Tipp. Ich will erst raffen, wie du mich gerade gesehen hast. Du hast nicht gebaut. Nee. Wie lost er da rumläuft. Ja, ich habe keinen Plan, wo du bist. Warte mal. Nach oben. Ich muss mir das von oben anschauen. Oh, Max, was machst du mit mir? Was ist das für ein ekelhaftes Versteck? So, Schmocki, also du hast jetzt noch 1,5 Minuten Zeit, weil dann würde ich sagen 2000 V-Bucks auf deinen Neck, Alter. Bruder, willst du mich eigentlich verarschen? Ich geb dir jetzt einen Tipp, okay? Ja, ich nehme dir einen Tipp. Okay, ich bin nicht unten. Das ist schon ein krasser Tipp. Ach, jetzt. Ach, Bruder, du bist nicht auf... Kann man auf diese Side-Kometen drauf, oder was? Geht auch. Schmocki! Ich muss jetzt schnell nach oben. 2000 V-Bucks. Jetzt noch 42 Sekunden. Oh mein Gott, nein, ich bin runtergefallen. Nein! Nein, was denn Fail? Du bist runtergefallen. Ich war hier auf diesem da oben. Da war ich drauf. Auf dem da oben. Was? Ja, ich war da einfach die ganze Zeit drauf und hab dich ausgelassen. Wie hast du es gemacht? Bruder, ein Respawn. Ich hab Respawn gemacht, bin draufgeflogen. Ja. Und ich war halt die ganze Zeit auf dieser schrägen in dem Winkel, wo du mich halt aus dieser Perspektive nicht siehst. Oh, Digga, wie soll ich dich denn da finden? Es war so nice. Ich hab dich einfach überall gesehen und du hast mich nicht gesehen. Alter. Okay, Leute, dann würde ich mal behaupten, das soll es von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr Season 10 findet. Benutzt den Creator-Code iCramixOG. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Checkt auch gerne die Jungs aus. Lasst den Nektar und würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Cramix.